Manche Menschen fragen sich, was Glauben ist. Weißt du, eine der korrekten Übersetzungen für das Wort Glauben lautet ganz einfach Ja sagen. Glaube ist Ja sagen. Wenn du etwas glaubst, sagst du ganz einfach Ja dazu. Das ist nichts Mysteriöses, das ist nichts, was irgendwie über dich kommt, wo du kaum Einfluss darauf hast. Jedes Kind kann glauben. Und in der Tat, wir glauben ständig irgendwelche Dinge in unserem ganz alltäglichen Leben. Du glaubst, dass die Straßenbahn kommt. Du glaubst, dass das Essen, was du isst, nicht vergiftet ist. Du glaubst, wenn deine OP ansteht, dass der Chirurg seine Arbeit gut macht. Du glaubst, dass du heil am Urlaubsort ankommst und so weiter. Die Liste ist endlos. Wir glauben ständig. Und genauso müssen wir ganz unkompliziert uns dem Wort Gottes nahen und sagen, ich sage einfach Ja zu den Aussagen des Wortes Gottes. Ich sage Ja zu den Verheißungen, die darin enthalten sind. Und da ist eine Fülle von Zusagen Gottes, die dir gilt und die du im Glauben für dich beanspruchst, indem du einfach Ja dazu sagst. Du sagst, das nehme ich für mich, das gilt für mich, das beanspruche ich für mich. Schau, einige ganz wenige Beispiele. Sag Ja zu dem Wort Gottes, wenn es heißt, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl geht. Das ist eine Aussage, die Johannes schreibt. Die kannst du für dich beanspruchen. Das ist eine biblische Zusage und du kannst sagen, ich sag Ja dazu. Ich glaube, dass das für mich gilt. Oder sag Ja zu Jesus. Er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Du kannst das für dich beanspruchen und Ja dazu sagen, dass Jesus deine Schwäche und deine Krankheit trug. Du kannst sagen, er nahm sie, es gilt für mich. Ich sage Ja zu dieser Zusage Gottes. Oder sag Ja zu der Aussage, der Herr hört, wenn ich zu ihm rufe. Der Herr hört, wenn ich zu ihm rufe. Das gilt für dich. Du kannst das beanspruchen. Du sagst, ja, das gilt für mich. Ich glaube es. Wenn ich rufe, der Herr wird mich hören und er wird mich erhören. Oder sag Ja dazu, dass Gott sagt, er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Du musst verstehen, das sind Aussagen des Wortes Gottes, die für dich gelten. Und ich lade dich ein, einfach dich auf eine Entdeckungsreise in die Bibel hinein zu begeben und zu schauen, wo sind solche Nuggets, solche Zusagen Gottes, die für mich gelten, die ich beanspruchen kann, zu denen ich Ja sagen kann. Es gibt eine Fülle von solchen herrlichen Verheißungen zu jedem Lebensbereich, zu deiner Gesundheit, zu deiner Familie, zu deinen Finanzen, zu deinen Beziehungen und. Ich lade dich ein, schau nach diesen wunderbaren Verheißungen Gottes aus. Und du wirst sehen, Gott hat viel, viel mehr für dich.